Willkommen zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfreunde. Willkommen in diesem tollen Stadion. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde das heutige Spiel gemeinsam mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie kommentieren. Und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. VfL Bochum gegen Eintracht Frankfurt. Spannende Geschichte. Diese beiden im direkten Duell, Wolf. Da freuen wir uns drauf. Der VfL Bochum wählt heute diese Aufstellung. Torhüter ist heute Manuel Riemann. Kevin Stöger steht zusammen mit Anthony Lucia zentral. Und sie beginnen das Spiel mit zwei Stürmern. Na, das ist doch schon mal eine Ansage. Die wollen offensiv agieren. Und so sieht sie aus, die Startelf von Eintracht Frankfurt. Taktisch sieht das bei Ihnen nach einem 3-4-3 aus, Buschi. Und damit können wir uns, so vermute ich zumindest, auf sehr, sehr viel Flügelspiel einstellen. Also eine wichtige Rolle für die Außenstürmer. Da kommt der Anpfiff, das Spiel beginnt. Felix Paslak. Da kann er ihn stoppen. Jetzt könnte Frankfurt vielleicht über außen kommen. Aber dann ist der Ball weg. Sie machen also nichts aus dieser Szene. Was kann Mario Götze heute alles abrufen? Wie siehst du das? Am Ball. Klasse Parade von Kevin Trapp. Ecke kommt's. Skiri. Frankfurt mit schönen Pässen jetzt. Vielleicht die Führung jetzt. Es läuft für sie. Früh gehen sie hier in Führung. Kann ich nicht anders sagen. Eine unglaubliche Wucht hinter diesem Ball. Aber das Ding ist nicht zu parieren. Das kannst du nicht halten. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Felix Paslak. Ruhiger Spielaufbau, das sieht gut aus. Immer noch im Spiel. Klasse gemacht. Könnte gefährlich werden jetzt. Da ist die Balleroberung. Einwurf. Felix Paslak. Ja, da gibt es gute Anspielstationen. Jetzt ist der Platz da. Sehr gut gemacht. Die Gefahr ist vorbei. Das könnte vielleicht was werden.
tolles Zuspiel. Gute Chance, aber kein Tor. Und da wird der Trainer nicht zufrieden sein. Sowas müssen sie reinmachen. Die Ballbesitzzahlen von Eintracht Frankfurt sind bisher in dieser Partie eher schwach. Aber die Führung spricht ja für... Oh, warte, was für eine Chance! Frankfurt mit dem Tor! Sie waren dran, haben ihn eigentlich gut gedeckt, aber offensichtlich nicht gut genug. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Jetzt könnte er den Ball abspielen. Super Pass jetzt. Das sah gut aus. Klasse, dieser Volley. Tolle Schusstechnik. Am Ende knapp. Bernardo. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Können Sie verkürzen? Sie leben noch. Das war der Anschlusstreffer. Geht noch was? Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Tor. 2-1, hier ist noch alles drin. Und Götze. Er holt sich den Ball. Mario Götze. Da muss er aufpassen. Gebt Vorteil nach diesem Foul. Ganz kurze Nachspielzeit nur. Eine Minute gibt es hier zusätzlich. Kevin Stöger. Sie versuchen es. Da ist der Torwart da, gut gemacht. Wir hören es, die Fans hoffen auf den Ausgleich. Die Ecke kommt. Sie spielen erstmal raus. Und das ist der Pausenpfiff in diesem Spiel. Knappe Führung nach Durchgang 1 für die Frankfurter. Weiter geht's in diesem Spiel. Schöner Pass. Das sieht gefährlich aus. Da war dazu eigensinnig, Buschi. Ja, lässt sich schwer sagen. Stand eigentlich gut. Also ich glaube, man kann ihm keinen Vorwurf machen. Aber es war natürlich alles andere als ein guter Schuss. Jetzt der Fehler. Skiri. Mario Götze. Sie können es machen. Tor für die Eintracht.
Das Tor nochmal in der Wiederholung. Erst der gefährliche Steilpass. Und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball. Ein Hammer. Drin ist er. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Takuma Asano. Nusea. Da haben sie jetzt einige Optionen. Ball kommt in die Mitte. Ball ist weg. Kommen sie vielleicht noch mal ran. Platz zum Kontern. Was machen sie draus? Und da wären sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Und jetzt die Chance. Gut gehalten, gute Aktion. Denn da lag das Tor in der Luft. Hat ja heute schon einen Treffer. Konnte sich schon einmal durchsetzen. Hier aber nicht. Gleich wird hier ausgewechselt. Jetzt kommt die Ecke. Ah, halbherzig. Das ist nach wie vor gefährlich. Ist jetzt nicht so richtig gefährlich, dieser Ball. Die besseren Ballbesitzzahlen haben im Moment die Gastgeber. Aber sie müssten es natürlich auch mal schaffen, sich Chancen zu erarbeiten. Sie tun sich gegen die starke Abwehr immer noch schwer und liegen weiter hinten. Aktuell müssen sie in der Abwehr gehörig aufpassen. Sie kommen. Götze, gefährlicher Pass. Aber dann sind sie doch zu ungenau bei diesem Steilpass. Ball ist weg. Wittek. Sie haben den Ball. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Flanke kommt in die Mitte. Aber dann kommt doch nichts raus. Die Chance auf den Konter. Ballbesitz ist weg. Da machen sie zu wenig aus dieser Konterchance. Guter Steilpass hier. Macht er gut. Da hätten sie fast das Tor gemacht nach diesem Konter. Ja, da hat fast alles gestimmt. Da haben sie drauf gelauert. Eine gute Aktion. Bei Ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Sie spielen steil, gefährlich. Er macht das Spiel schnell. Noch ein Tor. 3-Tore-Führung nun also. Heute zeigen sie wirklich, wie treffsicher sie sind. So, wir schauen uns die Wiederholung dieser Szene nochmal an. Erst kommt der Pass und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert und da gibt es nichts mehr zu halten. Wir haben einen neuen Spielstand, 4-1. Auf dem Flügel ist Platz für Bochum. Die Chance jetzt. Das ist gut verteidigt. Es bleiben hier noch 8 Minuten. Setzt sich klasse durch. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Tolle Chance, aber kein Tor. Da fehlt dann so ein bisschen auch das Glück. Oh, jetzt werden sie wechseln. Sebastian Rohr, neu dabei, die Nummer 20.
Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Klasse Timing hier. Gut dazwischen gegangen. Einwurf Frankfurt. Zwei Minuten werden nachgespielt. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Oh, kein Tor. Ist doch nicht zu glauben. Na, den hätte er besser platzieren müssen. Das ist der Schlusspfiff. Die Gastgeber haben heute also verloren. Tja, herbe Niederlage. Das hatten sie ganz anders vorgestellt. Entscheidend werden die Schlüsse sein, die sie aus diesem Resultat ziehen.